Es geht wieder los. Hallo, liebe Nordart-Freunde. Es ist wieder soweit. Die Nordart, eine der größten jährlich stattfindenden Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in Europa, öffnet wieder ihre Tore. Erneut präsentieren 200 ausgewählte internationale Künstlerinnen und Künstler hier ihre Werke. Auf dem riesigen Gelände der Eisengießerei Karlshütte in Schleswig-Holstein. Gastgeber im Kunstwerk Karlshütte sind Hans Julius und Johanna Ahlmann. Unter der Regie der Kuratoren der Nordart, Wolfgang Gramm und Inge Aru, ist hier wieder eine gemeinsame Erzählung, ja ein Gesamtkunstwerk entstanden. Und diese neue Kunstwelt darf nun erlebt werden. Vom 3. Juni bis zum 8. Oktober habt ihr die Möglichkeit, in die einzigartige Atmosphäre der Nordart einzutauchen. Vielleicht ja mit einer Führung? Als einer der Nordart-Guides möchte ich euch heute einen kleinen Einblick in die Ausstellung gewähren und euch von einem Besuch überzeugen. Ein guter Grund zu kommen, ist der Aufwand, der hier betrieben wird. Die Nordart erfindet sich jedes Jahr neu und ein ganzes Team ist über Monate beschäftigt, die Nordart aufzubauen. Entstehen auch mal Gebäude im Gebäude. Ein ganzer Tempel wurde für den polnischen Künstler Michał Jakowski errichtet. Der Publikumspreisträger von 2022 zeigt im Sonderprojekt Antike Spiele Werke zu zwischenmenschlichen Beziehungen und Werke mit einem kritischen Blick auf Konsum und Materialismus in der modernen Welt. Dabei vereint der Bildhauer antike Formen mit denen der Popkultur und ruft zu einer Spurensuche der Moral auf. Nicht weit vom Tempel wächst ein Wald in der Halle. Ein Bambuswald, der angelegt wurde, ist umgeben von chinesischer Kunst. Und ein neuer Steg lädt ein zu einer Reise in die Kunstszene aus Fernost. Natürlich findet ihr auch wieder Werke von Liu Ruwang, der den Nordart-Preis 2022 bekam. Viele seiner Werke sind zu Wahrzeichen der Nordart geworden und begrüßen euch auch dieses Jahr in neuer Konstellation. Ein Land, das als Brücke zwischen Asien und Europa gesehen werden kann, ist dieses Jahr der Länderschwerpunkt der Nordart, nämlich die Türkei. Wir danken dem Kurator des türkischen Pavillons, Kemal Tufan, für die Realisierung des Projekts und freuen uns über 17 Künstlerinnen und Künstler, die uns einen spannenden Einblick in die Kunst der Türkei ermöglichen. Einmal eine Muse sein, wer möchte das nicht? Im Sonderprojekt To Be a Muse präsentiert die Fotokünstlerin Lilia Corneli ihre Interpretation von berühmten Gemälden. Ihre Modelle orientieren sich an den Originalen, aber mit modernen Accessoires und moderner Kleidung. Die Künstlerin zeigt, dass in jedem von uns etwas von einer Muse steckt. Also Lilia, wenn ich dir mal Modell stehen soll, dann melde dich gerne bei mir. Fotografien, Video, Malereien, Skulpturen. Ihr werdet sicher eure eigenen Highlights auf der diesjährigen Nordart entdecken. Jedes Werk hier ist einzigartig und zeigt die Gedanken, Gefühle und Träume in der Welt. Diese Werke der Künstlerinnen und Künstler sind für das Publikum, sind für euch gemacht. Der Chefkurator der Nordart, Wolfgang Gramm, sagt, Kunst sucht Antworten auf alles, was den Menschen bewegt und berührt. Und der Mensch kann Antworten in der Kunst finden. Und ich sage, lasst euch diese Gelegenheit nicht entgehen. Wir sehen uns auf der Nordart.